RTV Vorarlberg. Aktuell. 2018 ist ein kleines Jubiläumsjahr für die COMBAU, die Messe für Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien. Sie feiert ihr fünfjähriges Jubiläum. 250 Aussteller auf 17.500 Quadratmeter präsentieren in 8 Hallen alles zum Thema Bau. Wir haben 4 Themenbereiche: Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien. Und in diesen ganzen 4 Themenbereiche haben wir auch unterschiedliche Schwerpunkte auf die Beine gestellt. Zum Beispiel im Bereich Immobilien sind einige Bauträger mit vor Ort, die beraten zum Immobilienkauf, die Immobilien präsentieren. Im Bereich Architektur haben wir in der Zusammenarbeit mit Offroom der Christine Berntaler eine Sonderausstellung zum Thema Holz zusammengetragen und präsentieren die in der Halle 10, wo ganz modernes und innovatives, was man mit Holz alles bauen kann, präsentiert wird. Zum Thema Energie haben wir eine, die in der Halle 13, Aussteller aus dem Bereich Heizungen, das Energieinstitut, wo berät über ökologisches Bauen, über welche Möglichkeiten, Solar, Photovoltaik, Erdwärme. Die größte Veränderung ist, dass das Messequartier, die Westachse, komplett mit dem Bau fertiggestellt ist und wir jetzt wirklich in 9 Hallen sind. Das ist so die größte Veränderung, wo wir uns sehr darüber freuen. Und inhaltlich natürlich versuchen wir immer andere Themen zu erarbeiten, die einfach auch gerade in der Baubranche aktuell sind. Auch neu und ein besonderes Sonderthema, die Ausstellung Bau mit Lehm. Ja, Lehm ist der Baustoff, der am einfachsten und am besten und am gutmütigsten umgesetzt werden kann. Und er ist vielfältig anwendbar. Ich fange beim Badezimmer an, bis zum Wohnzimmer, bis zur Mauer und bis zum Verputz. Wie können wir uns denn das vorstellen? Wie wird denn das präsentiert auf der Messe? Ist das angreifbar? Also an der Messe wird es sehr angreifbar und nachvollziehbar werden. Es ist eine Lehmbaustelle geplant, das bedeutet, es wird ein Lehmhaus, Hüsli, gebaut, wo die unterschiedlichen Anwendungen, also Putze, Lehmbauplatten, Mauern und alles nachvollziehbar ist. Man kann sogar bei den Vorführungen mit dabei sein. Und es werden sehr, sehr viele Muster, also Beispiele von Farbmustern und so weiter da sein. Die Materialien sind alle vor Ort, wie auf der richtigen, realen Baustelle. Und das ist eine Einzigartigkeit auf der Messe natürlich. Man hört Ihre Leidenschaft zum Thema Lehm. Was ist denn das Besondere oder der Vorteil in einer Lehmbauweise? Der Lehmbau hat wirklich sehr, sehr viele Vorteile. Das eine ist diese Vielfältigkeit, die ich schon angesprochen habe. Das andere ist aus dem Hintergrund meiner Professionalität. Ich bin im Energieinstitut für ökologisch Bauen zuständig. Das Prinzip der Nachhaltigkeit. Lehm hat in sich das Prinzip Cradle to Cradle, also dieses Kreislaufprinzip von der Wiege zu Wiege im Baustoff drin. Und er kann immer wieder verwendet werden. Ohne Schadstoffe, ohne Abfall, und das ist ein super Produkt sozusagen. Ja, die Erwartungshaltung ist natürlich, dass wir einerseits natürlich viele, viele Aussteller, mehr Aussteller als die letzten Jahre bei uns haben. Wir haben ca. 250 Aussteller, die alles zum Thema Bauen und Sanieren planen, bis hin auf Finanzierung präsentieren werden. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir die 10.000er-Marke der Besucher erreichen bzw. natürlich übersteigen. Die COMBAU findet von 9. bis 11. März am Messegelände in Dornbirn statt. Ein wichtiger Partner dabei, die Raiffeisenbank, und im Zuge des Bauforums auch Teilnehmer auf der Messe. Da werden verschiedene Themen präsentiert. Es ist ja ein Schwerpunkt rund um das Bauen auch mit Lehm. Da wird es Fachvorträge dazu geben. Es wird Fachvorträge zu verschiedensten Themen geben. Und wir werden natürlich auch versuchen, unsere Finanzierungskompetenz mit dorthin überzubringen. Es gehört ja heute zum Wohnen und Bauen, bei den vielen Ideen, die man haben kann, bei den vielen Möglichkeiten, die sich da drum herum ergeben, am Ende des Tages auch darum, das Ganze sich den Wohntraum finanzieren zu können. Und da möchten wir mit wertvollen Tipps auch zu
Verfügung stehen. Damit versucht die Kombau einen ganzheitlichen Überblick über alle Herausforderungen zum Thema Bauen zu bieten. Der jährliche Anstieg an Publikum und Ausstellern zeigt, der Versuch ist von Erfolg gekrönt. Womöglich auch deshalb, weil das Vierländer-Einzugsgebiet eines der Häuselbauer ist. Gestern gerieten ein Snowboarder und zwei Skifahrer in Lech in eine alpine Notlage. Im Bereich des Marktbach-Tobel stürzte der Snowboarder in einen Bach, wo er aufgrund des steilen Geländes und des tiefen Schnees nicht mehr selbst herauskam. Zwei Skifahrer fuhren ebenfalls die gleiche Strecke hinab. Einer der Skifahrer konnte sich dank seiner Tourenski selbst aus der Lage befreien. Der andere setzte einen Notruf ab. Die Bergung dauerte mehrere Stunden und gestaltete sich aufgrund der Dunkelheit und des steilen Geländes sehr schwierig. Aufgrund der Außentemperatur von minus 14 Grad wurde der Snowboarder mit starken Unterkühlungen ins LKH Bludenz eingeliefert. Die meisten werden es schon geahnt haben, jetzt bestätigt es auch die Statistik Austria. Die Baukosten für den Wohn- und Siedlungsbau stiegen auch im Jänner 2018 weiter. Konkret stiegen die Kosten um 2,9% im Vergleich zum Vorjahr. Auch in weiteren Bausparten, wie dem Straßenbau oder dem Brückenbau, wurden die Kosten deutlich höher. Gestern fand im Landhaus das traditionelle Benefizsuppenessen statt. Die Veranstaltung wurde vom Land und der katholischen Frauenbewegung organisiert und fand bereits zum 6. Mal statt. Mit dem Spendenerlös werden ca. 100 Projekte weltweit unterstützt, die sich für Frauen und Mädchen in Krisen- und Konfliktregionen einsetzen. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at. Der Donnerstag begann erneut frostig. Gegen Mittag erreichte uns eine Warmfront, dank derer es nun auch in den Tallagen tagsüber schneit. Jedoch muss mit steigender Schneefallgrenze gerechnet werden und in weiterer Folge kann es auch gefrierenden Regen geben. Morgen wird es deutlich milder und es gibt zum Teil kräftige Niederschläge. Im Verlauf des Tages lässt die Niederschlagsintensität nach und geht in Regen über. Auch am Funkensamstag bleibt das unbeständige Wetter erhalten. Es sind somit immer wieder Niederschläge einzuplanen. In der Nacht auf Sonntag zieht eine Kaltfront übers Ländle und sorgt für Abkühlung. Am Funkensonntag klingen wahrscheinlich noch letzte Niederschläge der Kaltfront ab und es beginnt allmählich aufzulockern, sodass sich am Nachmittag einige Sonnenstunden ausgehen sollten. Somit dürften zahlreiche Funken im Ländle weitgehend trocken verlaufen. Die neue Woche startet dann freundlich, lediglich im Rheintal und Bodenseegebiet ist es verbreitet frostig. Die Wolken werden im Tagesverlauf dann aber wieder dichter und es folgende Nacht auf Dienstag eventuell ein paar Schauer. Das Wetter bei RTV Vorarlberg mit freundlicher Unterstützung von Wettering.at.